Was an den Märkten derzeit passiert, ist in jeder Hinsicht extrem. Und wenn die Dinge an den Märkten, an der Börse extrem werden, dann ist eines ziemlich sicher, es wird viele Schmerzen geben. Denn viele sind sehr extrem positioniert, sodass viele auch große Risiken haben, richtig mal auf die Mütze zu bekommen. Die reiten einen Trend und das geht so lange gut, bis es eben nicht mehr gut geht. Und möglicherweise nähern wir uns dem Zeitpunkt, an dem es nicht mehr gut geht. Schauen wir uns diese Extreme mal an und dann sehen wir, meine Damen und Herren, der Dow Jones auf Allzeithoch, 1% gestiegen, während der Nasdaq 102,92% gefallen ist, also fast 3% im Minus, S&P 0,5% im Minus. Also wir sehen eine heftige Reaktion hier bei den Märkten, ein Auseinanderdriften. Man hat das Gefühl, was derzeit gespielt wird im Jahr 2021, ist genau das Gegenteil dessen, was man im Jahr 2020 gespielt hat, als ja die Tech-Werte nach oben schossen, Tag für Tag, während diese Value-Werte, die im Dow Jones oder auch im DAX enthalten sind, nicht so richtig hinterherkamen, zwar auch stiegen, aber lange eben nicht so wie die Tech-Werte. Jetzt sagt JP Morgan, History implies the momentum unwind is largely complete. Also dieses Momentum, die Tech-Aktien gelten als Momentum-Aktien, das könnte jetzt bald vorbei sein. Und da schließt sich auch David Tepper, dieser Hedgefonds-Manager, an, der sagt, ja, also es ist schwierig, jetzt nicht bullish zu sein für Aktien. Er glaubt, dass diese ganze Geschichte am Anleihemarkt zu extrem ist. Dazu gleich mehr. Jedenfalls hat das ein bisschen geholfen. Intraday gestern diese Aussage des vielbeachteten Hedgefund-Managers. Wir sehen hier Gross Value. Da ist praktisch der Vorsprung erstmal egalisiert von Gross in Relation zu Value. Und wir sehen jetzt, und das sind Dinge, die sehr, sehr selten vorkommen, Oversold Tech und Overbought Industrials, also die Tech-Werte überverkauft mit mindestens 1,5 Standardabweichungen und die Industriewerte überkauft mit mindestens 1,5 Standardabweichungen. Das sind ganz seltene Gelegenheiten. Hier sehen Sie das unten im Chart. Diese rote Punkte, das kommt alle paar Jahre mal vor, aber es kommt eben derzeit vor. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das nicht lange wird anhalten können, dass wir hier also eine Gegenreaktion sehen werden, dass dann möglicherweise die Tech-Werte sich besser entwickeln werden zu den Industriewerten, also Growth to Value mal zumindest zurückschnappt eine Zeit lang, weil möglicherweise auch die Anleiherenditen ein bisschen zurückschnappen. Dazu, wie gesagt, gleich mehr. Schauen wir uns zunächst mal an, da ist natürlich auch noch viel Platz. Februar war der beste Monat seit März 2001 für Value in Relation zu Growth, aber wir sehen hier schon, da ist noch eine Menge Platz. Da ist noch eine Menge Aufholpotenzial eigentlich, und wenn wir hier mal diese Sektorrotation sehen, dann haben wir immer noch ein Bewertungsgap von 9 Billionen Dollar. Nämlich, wenn wir mal die Sektoren Tech, Consumer Discretionary und so weiter vergleichen mit Financials und Energy, also mit diesen Sektoren, dann haben wir da immer noch eine riesige Bewertungslücke zugunsten Tech, zugunsten dieser Momentum-Aktien in Relation zu den Value-Aktien. Also da wäre schon noch eine Menge Luft, um das aufzuholen. Aber kurzfristig sind die Dinge eben ein bisschen extrem. Das zeichnet sich ab. Wir haben jetzt innerhalb von 15 Tagen sehen wir eine Korrektur beim Nasdaq. Von Korrektur spricht man ja, wenn ein Index mindestens 10% verliert. Wir haben jetzt 11% verloren, das Ganze in 15 Tagen. Es ist die neuntschnellste Korrektur im Nasdaq in seiner 50-jährigen Geschichte. Und wir sehen hier, es sind vor allem die unprofitablen Tech-Unternehmen, die 30% verloren haben und jetzt diese ganze Geschichte anführen. Es sind diese Unternehmen, die in 2020 am stärksten gestiegen waren, die jetzt in 2021 wiederum am stärksten fallen. Und dazu gehört auch der sogenannte SOX, das sind die Halbleiterwerte, die vorher ja gerannt sind, als gäbe es kein Morgen, als gäbe es keine Grenze, als sei nicht einmal der Himmel die Grenze. Und wir sehen aber, dass hier jetzt, dass diese SOX oder dieser SOX aus seinem sehr steilen Aufwärtstrendkanal hinausgefallen ist. Und da ist natürlich eigentlich noch eine Menge Potenzial, Fallpotenzial nach diesen massiven Anstiegen. Allerdings sind hier einige Retracement Levels noch von Bedeutung. Wir sehen, dass Tesla zum Beispiel jetzt mindestens 3,5% hintereinander gefallen ist in den letzten 5 Tagen. Das ist natürlich enorm. Aber was hat Tesla in 2020 gemacht? Da ist man eben auch extrem krass gestiegen. Wir sehen also die Rückabwicklung der Dinge, die besonders extrem in 2020 waren. Und jetzt baut sich in 2021 auf der anderen Seite ein Extrem auf, nämlich in Sachen Value. Hier sehen wir zum Beispiel unten den ARKK, also dieses ETF.
das gemanagt wird von Cathie Wood, die eben Tesla spielt, die solche Momentum-Dinge geritten hat und die natürlich jetzt vielleicht ein kleines Performance-Problem hat. Apropos Performance, hier sehen wir den S&P 500. Und wir sehen, das ist schon so ein bisschen ein Muster wie im Februar 2020. Könnte sich aber auch ganz anders gestalten. Zentral beim S&P 500, hier ein Chart von Michael Silver, Figuring Out Money, ist die 3700er Marke. Die muss halten. Wenn das nicht passiert, dann haben wir ein ganz ähnliches Setup wie eben im Februar 2020. Die Älteren unter Ihnen werden sich noch erinnern, dass es da ein bisschen ruppiger zuging dann ab Mitte Februar. Das Hoch hatten wir, glaube ich, am 19. Februar, wie dieses Jahr, by the way, auch. Auch das ist eine Parallele, die entsprechend ist. Gleichwohl haben wir immer noch Risk-On-Parameter in absolut hoher Dimension. Wir sind jetzt gerade mal 3 Tage raus aus einem Risk-On-Modus, der in den obersten 5% der Geschichte sich angesiedelt hat. Also es ist jetzt nicht gerade so, dass die Angst herrscht, auch wenn wir natürlich gerade in diesem Momentum-Sektor schon viel Porzellan haben kaputt gehen sehen. Wir sehen hier die Seasonality für den S&P 500. Wir sehen, ja, der März ist choppy, da ist jede Menge Volatilität. Wir sehen dann oft, dass es Mitte bis Ende März dann nach oben geht, aber eben bis Mitte März nach unten geht. Ist das ein typisches Muster, das wir jetzt sehen? Und dann geht es meistens steil rauf. Aber wann kann es steil raufgehen? Wann wird die Fed zucken? Das ist die Frage, die sich ja geweigert hat, hier mal die Anleiherenditen nach unten zu reden in Gestalt von Jerome Powell. Jetzt haben wir hier in China wieder ein bisschen Konfusion. Wir hatten zunächst starke Verluste bei den chinesischen Indizes. Dann Gerüchte oder Berichte, dass hier staatliche Fonds stark als Käufer aufgetreten sind. Dann sind die Märkte wieder nach oben gegangen, um dann allerdings doch wieder 2% minus, mit 2% minus den Handelstag zu beenden. Jetzt sind Chinas Aktien 15% von ihrem Peak gefallen seit Mitte Februar. Also wir sehen in den Emerging Markets ohnehin viel Schmerz derzeit. Die Emerging Markets Währungen unter Druck, die Indizes dort unter Druck. Und wir sehen, das hängt vielleicht auch damit zusammen, das hat jetzt China auf dem gerade eben stattgefundenen Parteikongress beschlossen, so ein bisschen auf die Bremse zu treten. Das Budgetdefizit dürfte 2021 geringer ausfallen als 2020. Hier die obere Grafik, in der unteren sehen Sie bei den Amerikanern. Da wird richtig auf die Kacke gehauen, auf Deutsch gesagt. Da machen wir ein Defizit nach dem anderen. Wir hatten hier praktisch oder haben jetzt Defizite von minus 16% zum BIP. Das ist so ganz leicht über Maastricht Kriterium, gell? Also da würdest du praktisch hier in Europa direkt in den Knast landen, wenn du so ein Budget fährst. Aber nein, es ist in den USA eben jetzt sehr sicher, dass wir wahrscheinlich am Mittwoch dann im Abgeordnetenhaus dieses 1,9 Billionen Stimuluspaket durchgewunken sehen werden. Dann wird Joe Biden das Ganze noch unterschreiben und dann dürften Ende März die Schecks wohl ankommen bei den Amerikanern. Und das wäre natürlich ein guter Zeitpunkt, dass die Märkte wieder steigen. Aber kommen wir jetzt zu diesem Anleihesektor, der ja so wichtig ist, weil die Renditen gestiegen sind, weil der Anstieg der Renditen vor allem die Tech-Werte unter Druck gebracht hat. Wir sehen jetzt, dass die Fed hier in dieser Grafik natürlich der mit Abstand der größte Käufer ist dieser Anleihen. Man hat jetzt kürzlich eben auch mehr gekauft als zuvor, 180 Milliarden im Monat statt 120 Milliarden. Und jetzt ist eben die Frage, es ist ein Kampf der Märkte gegen die Fed. Wo ist die Schmerzgrenze der Fed? Und jetzt sehen wir eben in den nächsten Tagen, nämlich heute, ist eine Auktion einer 3-jährigen US-Staatsanleihe. Morgen, und das wird noch wichtiger, ist die Auktion einer 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und wir erinnern uns vor einigen Tagen, ich glaube in der letzten Woche war es, als eine Auktion einer 7-jährigen US-Staatsanleihe so miserabel war, so geringe Nachfrage war, vor allem von den Ausländern, dass dann die Renditen nach oben geschossen sind. Da erreichten wir dann bei der 10-jährigen US-Rendite das erste Mal 1,6%. Wir sehen heute Morgen, dass die Rendite jetzt zurückkommt, also dass wir fallen. Das ist natürlich eine wichtige Entwicklung. Wir sehen hier die 10-Year-Overnight-Rates am Repo-Markt sind jetzt so um und bei minus 2,6%. Wir sehen hier praktisch das massive Bedürfnis von Hedgefonds, die sich Staatsanleihen ausleihen, die sie nicht haben, um
um sie zu shorten, also sie leer zu verkaufen, zahlen dafür eine durchaus nicht unerhebliche Summe. Aber diese Hedgefonds, die stehen so massiv auf einer Seite, dass da ein ziemliches Massaker stattfinden kann, wenn mal eine Gegenbewegung einsetzt. Also der Weg des größten Schmerzes könnte da passieren. Wir sehen hier mal jetzt die großen Korrekturen an den Anleihenmärkten in den USA 1996 bis 2021. Jetzt sind wir gerade mal 3,6% im Minus. Das Ganze hat angefangen im August bis jetzt also im März diesen Jahres. Das ist noch relativ moderat. Das hatten wir schon mal im Jahr 2001, im Jahr 2098. Wir hatten vor allem im Jahr 2020 da eine ganz, ganz scharfe Korrektur. Minus 6,3%. Damals ja alles rein in die Sicherheit von Staatsanleihen, vermeintliche Sicherheit in der Corona-Krise, im Corona-Crash. Und dann die Fed ja mit, wir retten alles und jeden. Und dann drehten die Märkte, die Anleihemärkte nach unten, die und dementsprechend sind die Renditen nach oben gegangen. Also da war eben dieser Corona-Crash hierfür zuständig. Dementsprechend ist das noch nicht so extrem wirklich, wenn man das mal historisch vergleicht. Extrem ist allerdings und sehr, sehr selten, dass derzeit die Investment-Grade-Bond-Yields, also die Risikoprämien für Anleihen, die Investment-Grade eingestuft sind, jetzt im Prinzip niedriger sind als die 10-jährige US-Staatsanleihe. Also entweder muss die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe runter oder die Investment-Grade-Renditen müssen nach oben. Ganz interessante Entwicklung. Und abschließend vielleicht noch Gold. Auch hier ziemlich extrem. Gold fällt irgendwie jeden Tag, hat man das Gefühl. Wir sind jetzt fast 19% im Minus seit August diesen Jahres. Ich kann mich erinnern, als viele sagten, ja, Gold kann nur steigen. Es ist dann anders gekommen, wie so oft. Da gab es also viel Schmerz. Da haben sich manche wahrscheinlich verspekuliert. Aber historisch gesehen ist das noch eine relativ moderate Korrektur. Und jetzt sind wir in einer entscheidenden Linie so in diesem Bereich $1,680. Langfristiger Aufwärtstrend, der muss gehalten werden. Da wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn jetzt mal die Renditen zurückkämen. Vielleicht ist das etwas, was wir heute sehen werden, was sozusagen diese Extreme dann ein bisschen abbaut. Denn wir haben absolut extreme Positionierungen. Und da ist es sehr wahrscheinlich, dass die Hedgefonds, die super short in diesen Staatsanleihen stehen, mal eins auf die Mitte kriegen, dass da ein Short Squeeze stattfinden wird. Das wiederum würde den Nasdaq stark nach oben bringen, der stark überverkauft ist. Also wir sehen, das alles hängt letztendlich miteinander zusammen. Steigen die Renditen, fällt der Nasdaq und andersrum. Dementsprechend dürfte es heute spannend werden, gerade mit dieser dreijährigen Aktion. Morgen, wie gesagt, die zehnjährige. Die Fed wird noch etwas warten müssen, nehme ich bis nächste Woche, bis dann die Aussagen der US-Notenbank kommen. Also das wird eine spannende Geschichte. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag. Die Charts übrigens. Ein Chart, den ich vom China A50 war von Capital.com, bevor ich das jetzt vergesse, gell? Also, Ihnen einen wunderbaren Tag. Servus und ciao.